motif, tout nous nous rassembler, nous tout nous avons trouvé, qui m'aille nous pour commencer. Willkommen zu unserem neuen Video und der Überfahrt zu den Gambierinseln. Die liegen im Südosten der Tuamotus. Es ist 12 Uhr mittags, wir haben Tawata verlassen und segeln jetzt 830 Meilen circa bis zu den Gambierinseln. Der Wind und die Wettervorhersage sehen gut aus. Es sollen leicht nordöstliche Winde kommen und wir rechnen mit 7 Tagen. Ja, bitte checkt doch mal das Wetter und die letzten Nachrichten. Und da werden wir auch noch von Delfinen verabschiedet hier von den Marquesas. Das hier das südlichste Kap von Tawata. Und da ist es natürlich ein bisschen kabbelig. Da hinten sieht man auch schon weiße Kronen. Da wird sich wahrscheinlich gleich der Wind auf Ost drehen. Schön die Bö kommen. Schon geht die Rauschefahrt los. Leider war die Luke vorne in unserer Folie auf und da ist eine Welle eingestiegen und jetzt ist das ganze Bett nass. Jetzt müssen wir das erstmal alles trocknen. Laken alle. Aber wir machen schön Fahrt. Da hinten verschwindet Tawata. Wir haben 17 Knoten Wind, machen 6,5 Knoten. Der erste Sonnenuntergang auf See. Leider nicht so schön, wie wir es uns wünschen, aber wir bekommen das bestimmt nochmal. Backbord von uns liegt Fatu Hiva. Der Mond ist auch schon aufgegangen. Das wird hoffentlich eine schöne Nacht. Was eine Nacht. Ja. Es hat gestürmt. Gegen den Wind sind wir angefahren. Und gerade eben haben wir leicht schräg einen Wal gerammt. Vielleicht kann man ihn da hinten noch sehen. Aber wir haben unverschämtes Glück gehabt. Es ist kein Schaden am Boot entstanden. Leider scheint der Wal schwer verletzt gewesen zu sein, da wir so eine grüne Lache gesehen haben hinter dem Schiff. Jetzt muss aber auch mal gut sein, ja? Die Annette, die planscht da wieder mit Wasser. Da haben schon wieder eine Welle rüber. Total schön in der Südsee. Total ruhiges Segeln. Schön. Ja. Ich weiß ja nicht, wo die anderen gesegelt sind, die das immer erzählt haben, aber wir haben immer die Stelle, wo es nicht so ist. Ihr seht, die Annette, die ist nicht so begeistert. Aber ich auch nicht. Das reicht mit hart am Windkurs und dann immer zwischen 20 und 25 Knoten. Nachdem wir heute einen nicht so tollen Tag hatten, immer zwischen 20 und 25 Knoten, immer gegen an, dann so Kabelwellen bis zu 3 Meter hoch, und dann noch die Walkollision heute Morgen. Wir können nur von Glück reden, dass uns nichts weiter passiert ist. Ich habe die Limelight kontrolliert. Alles ist okay. Was mit dem Wal ist, das wissen wir leider nicht. Jetzt werden wir belohnt von einem schönen Sonnenuntergang. Gleich geht der Vollmond unter. Der Wind hat sich ein wenig beruhigt und wir können hören, hoffentlich gleich den richtigen Kurs anlegen. Gestern hatten wir schon kein Frühstück, da gab es nur einen Apfel, weil das Wetter so mies war. Und heute haben wir eine Avocado schon gegessen, die war aber schon leider überreif. Aber jetzt bereitet die Annette da eine Pampelmuse vor. So eine ganz kleine. Wahnsinn. Und dann haben wir ja noch ein paar Mangos. Das sollte heute fürs Frühstück reichen. Wir haben nämlich kein Brot. Ich weiß, ich muss backen. Das war aber gestern und vorgestern nicht so einfach. Vielleicht klappt es ja heute. Leider
leider läuft immer wieder Wasser in unsere Toilette rein. Alle halbe Stunde ist das hier unten alles wieder voll. Also muss ich da jetzt die Ventildichtung von der Pumpe ersetzen. Und dann habe ich natürlich auch noch den Toilettendeckel kaputt gemacht. Muss ich auch ein neues Scharnier rein. Das macht viel Spaß hier auf hoher See bei den Wellen. Segeln gerade an Puka Puka vorbei. Dort in 4 Meilen Abstand könnt ihr die Palmen sehen. Der 4. Tag, wir haben gerade gefrühstückt. Wir fahren immer noch hart am Wind und schaffen nur genau 180 Grad genau Richtung Süden. Und wir müssen mittlerweile schon 130 Grad Richtung Gambia fahren. Die Annette hat Freiwache und ruht sich etwas aus. Das Wetter ist aber recht schön. Die Sonne ist wieder mal hinter den Wolken untergegangen, aber wir sind ja schon froh, dass es nicht regnet. Die Annette hat heute für uns Dampf mit Vanillesoße vorbereitet. Dampf mit Vanillesoße? Auch schön. Mittlerweile der 4. Regenschauer, der niedergeht. Aber diesmal ohne Vorwarnung. Aus heiterem Himmel, es war keine Wolke zu sehen, regnet es plötzlich. Und jetzt sehen wir diesen herrlichen Regenbogen. Und das Wasser ist so ruhig. Leider fahren wir immer noch den falschen Kurs. Wir fahren immer noch direkt Süd und müssen mittlerweile 120 Grad Richtung Gambia fahren. Wir müssen wieder mal unseren Genaka-Bergeschlauch umbauen. Der ist immer noch an unserem Spiel dran. Wir haben nämlich leider nur einen. Den machen wir jetzt wieder an den Genaka, weil vermutlich morgen so wenig Wind sein wird, dass wir den setzen können. Aber das ist immer ein ganz schönes Gerödel. Genaka gesetzt und wir glauben, dass wir da schneller sind. Wir machen tatsächlich 3,5 Knoten Fahrt, aber wir müssen 150 Grad und jetzt machen wir 200 Grad. Und der steht immer noch nicht optimal. Also da müssen wir noch ein bisschen dran feilen. Und mit dem Genaka, das war eine halbe Stunde, da hat sich das erledigt. Wir haben nämlich keinen Wind mehr. Guckt euch das hier an, mitten auf dem Film. Kaum eine Welle. Und wir müssen hier Motoren. In 4 Tagen, da kriegen wir einen ziemlich starken Ostwind. Und dann kommen wir gar nicht mehr zu den Gambiers runter. Dann also müssen wir das zusehen, dass wir das in 3 Tagen schaffen. Jetzt müssen wir leider den Motor laufen. Stunden geht jetzt endlich die Sonne auf. Aber wie ihr seht, fahren wir jetzt wieder in eine völlig falsche Richtung. Wir fahren jetzt direkt nach Osten. Vorher sind wir nicht nach Osten gekommen, jetzt fahren wir direkt nach Osten. Und haben nur 5 Knoten Wind. Dezember. Heute ist wieder herrlichstes Wetter. Leider immer noch zu wenig Wind. Wir haben ca. 5 Knoten aus
Ost-Nordost und werden es jetzt wieder mal mit dem Spinnaker versuchen. Glatte See, glitzernde Wasseroberfläche, kein Squall in Sicht. Heute ist vermutlich der vorletzte Segeltag. Dann kommen wir in 160 Meilen auf den Gambier-Inseln an. Also, wenn wir Glück haben, ist das so. Ansonsten wird es wohl eine Nacht länger. Die See ist wieder ein bisschen ruppiger, der Wind hat etwas zugenommen und wir leben jetzt in der Hoffnung, dass wir diese 160 Meilen bis morgen gegen Abend schaffen. Die Zeit ist um 18 Uhr. Das heißt, da wären die Bedingungen, durch den Kanal zu fahren, am besten. Schlecht dagegen ist, dass es halt schon schnell dunkel wird und wenn man dann einen Ankerplatz sucht, muss man dann halt, oder man kann dann halt keine Korallen dazu sehen. Von daher wäre es schon schön, wenn man frühzeitig da ist, damit man auch vernünftig zu der Zeit die Passage trifft. Und in der Nähe hoffentlich noch so viel Licht hat, dass man irgendwo einen Anker werfen kann. Der Wind hat wieder zugenommen. Wir haben 25 Knoten, machen auch 5,5 Knoten Fahrt und das sogar in die richtige Richtung. Knoten Fahrt, leider 160 Grad nur. Jetzt geht es los mit 7 Knoten. Und wir schaffen es leider nicht mehr, die Gambier-Insel anzulegen. Wir kreuzen jetzt schon langsam auf. Wir müssten 120 Grad fahren, fahren aber 180 Grad. Und die ganze Nacht hat es gestürmt und Regenschauer sind niedergegangen. Das ist der Michael nach dieser Nacht und der hofft, dass wir im Laufe der nächsten Nacht in den Gambier-Inseln ankommen. Wir müssen noch einmal aufkreuzen, aber wir dürfen oder wir können so oder so erst ins Atoll reinfahren, wenn die Sonne scheint. Während wir immer noch hin und her geschmissen werden, den Abwasch. Und das ist doch ein bisschen interessanter als an Land, oder? Geringfügig, ja. Wie ist denn das so? Schaukelig. Ja, so unbequem. Vergleichbar. Vergleichbar? Ja. Keine Ahnung, da gibt es keinen Vergleich. Also ich glaube, es ist so, als ob man Achterbahn fährt und nebenbei abwaschen muss. Es sieht alles immer hier auf dem Video nicht so schlecht aus, aber man sieht vielleicht, wie angestrengt die Annette da steht. Kannst du dich nicht mehr freihändig hinstellen? Nee, ich glaube nicht. Dann mach doch mal. Wollen wir mal sehen, wie das aussieht. Wenn ich hier hinschlage? Nee. Wollen wir nicht sehen. Nee. Also wir lieben ja alle Action, aber nicht, wenn die Annette fällt. Leider sind auch 2-3 Wellen heute hier rübergekommen, die durch unsere nicht geschlossenen Luken sind und deswegen sind wir da überall am Trocknen. Aber es ist alles salzig und muss dann, wenn wir in Gambia angekommen sind, alles gereinigt werden. Ein Blick nach Achtern. Sieht schon wieder gut aus. Sind 50 Seemeilen an Gambia vorbeigesegelt. Jetzt haben wir eine Wende gemacht und fahren wieder Richtung Nord. Wir kämpfen hart gegen an. Irgendwann da vorne muss gleich Gambia auftauchen.
Die letzte Nacht bricht gleich an. Und ich schätze, wir sind irgendwann so gegen 2 und 3 Uhr vor der Passeinfahrt. Strahlt im Sonnenlicht mit freudiger Hoffnung. Das ist bald ein Ende an, ja. Genau. Und jetzt habe ich wieder eine Welle in den Nacken gekriegt. Auch schön. Ja, das glitzert. Und weil wir so faul sind, dann bin ich einmal geangelt. Doch unser Angelglenn. 13. Dezember, 10.30 Uhr Ortszeit, 2 Tage als später gedacht, Land in Sicht. Vor uns liegen die Gambier Islands. Wir kommen näher, jetzt sieht man sie schon deutlich. Drei Meilen Abstand sieht man die Einfahrt zum Pass. Wir sind in der Einfahrt, doch leider geht da drüben ein Regenschauer nieder. Jetzt noch circa 7 Meilen, dann sind wir an unserem Ankerplatz. Ja. Ja. So. Ja, kommt uns auch gerade heute das Versorgungsschiff entgegen, das alle 3 bis 5 Wochen hier die Gambierinseln anläuft. Ja. Wir haben es geschafft! Ja, nochmal, nochmal, ja, ja! 964 Seemeilen in 8 Tagen und fast 7 Stunden. Die Überfahrt war nicht immer ganz toll. Die ersten 2,5 Tage war so ziemlich Rodeo-Reiten angesagt, dann 2 Tage schön. Und dann kam wieder ein Tag, der nicht so toll war. Aber wir sind jetzt hier und alles wird gut. Ja, und hier seht ihr jetzt unsere Route von Tawata zu den Gambier-Inseln. Ile de Gambier. So auf Französisch. Wir sind in Riquitea angekommen und es liegen hier noch ca. 8 Boote und direkt neben uns liegt noch ein deutsches Boot. Das war's erstmal mit diesem Video. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen oben. Abonniert unseren Kanal, schreibt einen Kommentar, das würde uns wirklich freuen. Hier oben könnt ihr unseren Kanal abonnieren, hier unten könnt ihr unser Patreon werden und hier ist eins für euch ausgewähltes Video. Macht's hübsch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.